Unser offizieller Ärmelpartner, die neue Mayo Feinkost, präsentiert die heutige Pressekonferenz. Dann herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor dem morgigen Heimspiel unseres VfB gegen Dynamo Dresden hier in der Lohmühle. Ich begrüße euch hier recht herzlich. Lukas Pfeiffer zu meiner Rechten, Janek Sternberg zu meiner Linken, die gleich für die Fragen zur Verfügung stehen. Von mir gibt es wie üblich organisatorisch und personell ein, zwei Hinweise. Organisatorisch sieht es so aus, dass wir Stand heute 12 Uhr 8.404 Karten verkauft haben. Es sind aktuell wieder in fast allen Bereichen Restkarten zu haben, sowohl im Sitzplatzbereich G1 als auch in den Stehplatzbereichen. Heute 14 bis 18 Uhr noch Sonderöffnungszeit hier auf der Lohmühle, dann morgen ab 12 Uhr Tageskasse. Da können wir, glaube ich, relativ sicher sein, dass es auch an der Tageskasse noch für Kurzentschlossene genügend Tickets geben wird. Ja, ansonsten noch einmal der Hinweis auf die weiterhin schwierige Parkplatzsituation. Morgen steht für VfB-Fans aber der Parkplatz an der Gollernwerft zumindest zur Verfügung. Von da ist dann ein paar Minuten Fußweg das Stadion erreicht. Ansonsten ist der P&R-Parkplatz, wie schon bekannt gegeben, nur für Dynamo-Anhänger verfügbar. Ja, soweit zum organisatorischen Ablauf. Personell sieht es deutlich entspannter aus als noch in der letzten Woche. Es sind einige Jungs ja wieder im Training, wie ihr auch zum Teil ja schon mitbekommen habt. Sichere Ausfälle sind dann weiterhin Robin Kölle, Hanno Behrens, Kimmo Hovi, Mathis Daube, Morten Rüdiger und leider auch Cyril Akono. Ja, ansonsten stehen einige mehr wieder zur Verfügung. Lukas, die Mannschaft hat jetzt eine lange Woche hinter sich nach zuvor zwei etwas schwierigeren Spielen. Wie hast du die Reaktion der Jungs erlebt? Wie sind die Jungs für morgen drauf? Hallo zusammen, vielen Dank Christian. Ja, es war eine lange Woche, eine intensive Woche. War für uns auch, glaube ich, gut, dass wir nach den doch vielen Spielen, die wir dann hatten, mit den zwei englischen Wochen auch mal wieder eine Trainingswoche hatten, wo wir ja, uns auf dem Platz um Inhalte kümmern können, wo wir auch mal wieder intensiver trainieren können. Das haben wir auch gemacht. Also wir haben die Zeit wirklich gut genutzt. Das hat den Jungs auch einfach eine gute Plattform gegeben, um sich zu präsentieren und auch ja, sich im Training mal so ein bisschen, salopp gesagt, auszutoben. Wir haben nach den beiden letzten Spielen dann erstmal ein Wochenende freigemacht. Das war, glaube ich, gut, um die Köpfe ein bisschen frei zu bekommen. Man muss ja sagen, dass die Leistungen davor wirklich sehr, sehr ordentlich waren und jetzt auch Ulm erst die erste Niederlage war in der Liga. Von daher gibt es ja auch keinen Grund, da jetzt irgendwie wild zu werden, sondern es ist einfach ein bisschen ungewohnt aktuell, wenn man das mit letzter Saison vergleicht, wo wir eben sehr viele Spiele gewonnen haben. Sind es aktuell ein paar weniger. Das soll nicht zur Gewohnheit werden, aber es ist einfach was Neues für uns und wir finden gerade einen Weg, damit umzugehen. Wollen natürlich morgen das möglichst schnell wieder ändern, aber aktuell ist es eben so und da muss man sich dann eben zum nächsten Spiel durchkämpfen, dass man es wieder ändern kann. Jetzt haben wir morgen einen richtig guten Gegner vor uns. Der Rahmen wird super sein, also nicht nur die Zuschauerzahl ist gut, sondern eben auch das Wetter, der Rasen, wo ich gerade vorbeigelaufen bin, auch. Das sind tolle Bedingungen, ich glaube, dass sich auch jeder freut und jeder heiß drauf ist. Und deswegen wollen wir natürlich unseren Teil dazu beitragen, dass am Ende auch drei Punkte hier bleiben. Ja, danke Lukas. Sterni mit Dynamo Dresden kommt morgen eine Mannschaft, die Tabellenführer ist, die auch sonst Ruf zu verteidigen hat sozusagen. Welche Erfahrung hast du denn bislang mit Dynamo so in deiner Karriere gemacht? Ja, moin zusammen erstmal. Meine Erfahrungen waren einmal auf jeden Fall die Atmosphäre im Stadion von Dynamo. War jetzt nicht so schlecht. Da haben wir auch einmal gewonnen, dann haben wir auch einmal verloren in meiner Vergangenheit gegen Dynamo. Aber ich denke, wir haben bisher gezeigt, dass wir gegen Mannschaften, die vermutlich am Ende der Saison
weiter oben stehen möchten, immer gute Leistung gebracht haben, wenn wir an unsere Grenzen gegangen sind. Und das ist natürlich auch für morgen wieder unser Ziel. Wir machen denen das hier so schwer wie möglich und möchten natürlich das Spiel am Ende auch gewinnen und 3 Punkte hier in Lübeck lassen. Und da werden wir alles vergeben. Und da kann sich Dynamo dann hoffentlich auf eine aggressive Mannschaft einstellen, die Bock hat, das Spiel hier zu gewinnen. Ja, das hoffen wir doch. Danke, Sterni. Gibt es Fragen aus der Runde? Stefan Russau, HL Sports, ist der Erste. Frage an Lukas, mit Blick auf das Personal nochmal. Du hast viele Rückkehrer, Luxusproblem in Anführungsstrichen. Aber wie weit sind die wirklich? Wie weit sind die Tommy Gopes, Felix Drinkhut, Marius oder auch Niklas Kastenhofer? Ja, ist eine gute Frage. Erstmal freuen wir uns natürlich riesig, dass die Jungs wieder dabei sind im Trainingsbetrieb. Sie sorgen einfach auch für eine gute Qualität, für einen großen Konkurrenzkampf, auch für eine gewisse Lockerheit. Es sind dann einfach eben andere Themen, wenn eine große Gruppe auf dem Platz steht. Und das hat uns gefreut, das hat man in der Woche gesehen. Man muss die Dinge natürlich individuell betrachten. Also ich glaube, dass beispielsweise jetzt die Jungs wie Tommy oder Marius, die jetzt gar nicht so lange raus waren, dass die auch einfach schon mal ein Stück weiter sind, als jetzt eben jemand wie Felix Drinkhut, der ja doch längere Zeit jetzt gefehlt hat. Und trotzdem haben sich alle sehr gut präsentiert. Also wir haben da wirklich jetzt ein paar gute Optionen mehr. Felix beispielsweise könnte auch vorne in der Sturmspitze spielen, wo Akono jetzt verletzt raus ist. Also sind wir gerade dabei, das zu sortieren. Ob es dann am Ende auch für einen Startelf-Einsatz reicht, müssen wir einfach mal schauen. Aber das wird dann die nächsten Wochen sicherlich folgen. Nochmal nachgehakt bei Cyril Akono. Eine Zerrung heißt es da immer. Das ist jetzt gut 10 Tage her. Wo liegt da die richtige Problematik und wie lange kann das noch dauern? Ja, auch das ist ja immer individuell. Er hat einfach ein Ziehen im Oberschenkel gehabt während des Phoenix-Spiels. Deswegen haben wir ihn ja rausgewechselt. Haben ihm dann auch seine Ruhe gegeben, die Pause gegeben. Und jetzt ist es einfach so, dass er es nach wie vor noch ein bisschen spürt. Man kann da jetzt leider keine Vorhersage treffen, dass es morgen weg ist oder vor 3 Tagen weg war, sondern das dauert immer halt so lange, wie es dauert. Ich glaube schon, dass er nächste Woche ins Training einsteigen kann. Möchte auch natürlich unbedingt möglichst schnell zurückkommen. Fürs Wochenende reicht es jetzt leider nicht. Okay, danke. Janik, die Nachfrage mit welchen Verein hast du gegen Dynamo gespielt? Du hattest nur gesagt, dass du in deiner Vergangenheit schon gegen die gespielt hast. Welche Vereine waren das? War das Bremen oder Kaiserslautern? Nee, weder noch. Das war tatsächlich mit Halle, in der Corona-Zeit tatsächlich, ja. Von daher war das Stadion jetzt nicht ganz so besucht in Dresden, wie es wahrscheinlich diese Saison sein wird. Aber sind trotzdem schöne Spiele gewesen und ich freue mich wirklich, morgen hier nochmal das dritte Mal jetzt gegen Dynamo spielen zu können und ja auch natürlich mit vielen Fans endlich wieder. Denke, dass hier eine sehr, sehr geile Stimmung wieder sein wird auf der Lohmühle und dass wir dann, wie gesagt, am Ende des Tages die Punkte hoffentlich hier behalten. Deine Laufbahn hatte ich ja schon zu einigen Vereinen geführt, auch höherklassig. Ist es trotzdem gegen Dynamo Dresden ein besonderes Spiel jetzt für dich, also wo man richtig heiß auch als Spieler noch ist, oder ist man da schon in so einem Modus, naja, ich habe bei Werder oder sonst wo ja auch schon gegen andere Vereine gespielt, das ist Normalität? Nee, gar nicht, aber das sehe ich nicht nur bei Dynamo so, das sehe ich auch bei vielen anderen Mannschaften, eigentlich bei jeder anderen Mannschaft in der Liga so, sollte das zumindest sein, damit man keinen Leistungsabfall automatisch hat, weil man im Kopf nicht ganz da ist und ist jetzt kein Riesenspiel für uns so, das sollte ein Spiel sein wie jedes andere auch, bloß weil sie vom Namen her vielleicht ein bisschen größer sind, aber ansonsten, wie gesagt, ist es kein Spiel, was jetzt eine große Besonderheit für mich so hat. Okay, danke, viel Erfolg. Danke. Dominik Schermer, Lübecker Nachrichten, hat das Mikrofon in der Hand. Jo, moin, erste Frage an dich, Lukas. Einmal noch personell wollte ich nachhaken mit den Torhütern. Die haben jetzt alle 3 trainiert. Letztes oder vor 2 Wochen sah es ja noch anders aus. Da hattet ihr ja nur den Dizilatis im Kader. Wenn jetzt beide fit sind, spielt Glewin als Nummer 1 am Samstag? Alle sind wieder dabei, alle haben voll trainiert und Glewin wird im Tor stehen. Okay. Dann zweite Frage, du warst ja jetzt auf Trainerlehrgang Anfang der Woche, konntest die Mannschaft jetzt nur am Donnerstag und heute sehen.
Wie persönlich, wie beurteilst du so den Zeitpunkt, dass du in so einer Woche vielleicht weg bist, und wie kommst du damit klar, dass du jetzt nur so wenig Zeit auch hattest, vor dem Spiel mit der Mannschaft zu trainieren? Also zum einen weiß ich gar nicht, ob es glückliche Zeitpunkte gibt, mal nicht da zu sein. Klar wünsche ich mir in so einer Woche, dass ich hier bin und mit den Jungs arbeiten kann. Aber das wussten wir alles im Vorfeld. Wir haben uns im Trainerteam, im Funktionsteam sehr gut aufgestellt. Da wird alles ganz genau abgesprochen und auch rückgemeldet. Also ich habe jeden Tag mit den Co-Trainern telefoniert und wir haben uns da, wie gesagt, lange ausgetauscht. Ich habe auch mit den Jungs Kontakt gehabt, einfach um da so den Überblick zu bewahren. Es ist trotzdem nochmal was anderes, wenn du mit auf dem Platz stehst und deine Eindrücke bekommst. Das habe ich jetzt eben Donnerstag und Freitag erleben können. Ist immer so, dass die beiden Tage dann schon sehr mit der Gegnerausrichtung zu tun haben, sehr viel. Und das reicht dann aber auch. Also ich konnte meine Inhalte, oder wir konnten unsere Inhalte jetzt auch dementsprechend gestern und heute abarbeiten. Haben die Jungs aber am Wochenanfang gut belastet, das hatte ich auch schon erwähnt. Und da sind die auch alle Profis genug, dann durchzuziehen. Von daher ist das jetzt, glaube ich, nichts, was morgen da irgendwie einen negativen Einfluss haben wird. Dann zweite Frage. Markus Anfang, der Dresdner Trainer, meinte, dass ein schweres Spiel gegen euch erwartet. Und natürlich denke ich mal, siehst du das ähnlich, dass die Favoritenrolle vielleicht oder wahrscheinlich bei Dresden liegt. Was glaubst du oder wie habt ihr vor, den Dresden das auch wirklich möglichst schwer zu machen? Und mit welcher Einstellung geht man an so ein Spiel, wo man vielleicht als Underdog reingeht? Ja, ich schiebe die Favoritenrolle erstmal rüber. Die sind Tabellenführer, die haben natürlich auch große Ziele, sind schon einer der Aufstiegsfavoriten. Von daher müssen sie einfach auch jede Woche konstant punkten. Das ist eben aber auch nicht immer so einfach. Gerade wenn du hier auf die Lohmühle kommst, das ist eine weite Anfahrt. Es ist dann eben auch ein relativ, vergleichsweise kleines Stadion, wenn man es mit dem Heimstadion von Dynamo vergleicht. Es ist eng dran, es ist sehr unangenehm. Wir haben jetzt morgen gutes Wetter, aber auch das Wetter kann mal unangenehm sein. Und wir wollen einfach sehen, dass wir eine gewisse Energie und Intensität wieder auf den Platz kriegen, dass wir den Gegner stressen, dass wir auch versuchen, dem Spiel ein Stück weit dann unseren Stempel aufzudrücken, dass wir nicht nur Beifahrer sind und gucken und eine Kerze anzünden, sondern dass wir schon unsere Stärken auf den Platz kriegen. Wir haben einen klaren Plan. Also ich finde Dynamo dann eben sehr gut in den Abläufen, die sie haben, aber eben auch sehr klar. Dann kann man sich darauf vorbereiten. Wir haben eine klare Idee dagegen und am Ende muss man dann einfach schauen, wie das Spiel läuft. Ist auch immer wichtig, dass du gut reinkommst. Das gilt für Dynamo genauso wie für uns. Aber das Spiel geht bei 0-0 los. Wir haben, glaube ich, auch in München bewiesen, dass wir uns vom Tabellenführer nicht unbedingt in die Hosen machen. Von daher schauen wir mal, was morgen bei rauskommt. Danke, Lukas. Frage an dich, Yannick. Du hast ja schon beschrieben, dass du mal in Dresden gespielt hast, und kannst du mal aus deiner Erinnerung, aus deiner Sicht so ein bisschen beschreiben, was das mit dem Spieler auf dem Platz macht, wenn die Fans so laut ist, was du von den Dresden jetzt auch erwartest? Es kommen ja immer in 2000 hier rund mit. Ich denke erstmal, dass das immer irgendwie was mit dem Spieler macht. Zumindest kurzfristig so im Spiel kriegt man es ja meistens nicht mehr so mit. Und ja, ich denke aber, dass das für die Dresdner Fans auch erstmal, für die Dresdner Spieler auch so sein wird, dass sie mit der Kulisse, die auch hier auf der Lohmühle sein kann, wahrscheinlich ein bisschen überrascht sein werden. Das vielleicht gar nicht so erwarten. Ich denke, wir werden wieder eine super Stimmung haben. Aber klar, wir hatten auch, ich weiß gar nicht, wann zuletzt so viel Auswärtsfans hier mal im Block standen. Die werden mit Sicherheit auch gute Stimmung machen, ihre Mannschaft nach vorne peitschen, aber das beeinflusst uns jetzt in unserem Spiel nicht. Also spürst du persönlich auch jetzt nicht unbedingt eine extra Motivation dadurch oder vielmehr durch die eigenen Fans, wenn überhaupt? Ja, ich denke, eine gute Mischung aus beiden. Also klar kann man sich auch durch die gegnerischen Fans so ein bisschen angestachelt fühlen und möchte da noch mehr eine Schippe drauflegen und ja, unbedingt das Spiel gewinnen, aber natürlich auch durch unsere eigenen Fans werden wir genug nach vorne gepeitscht, sodass wir auch für die und für uns immer das Spiel gewinnen wollen. Und wie gesagt, morgen wird das wahrscheinlich eine gute Mischung aus beiden sein. Vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen? Das sieht nicht so aus.
Dann danke ich euch allen fürs Kommen. Danke Janik, danke Lukas. Und dann sehen wir uns hier morgen 14 Uhr zum Heimspiel gegen Dynamo Dresden auf der Domühle. Bis dahin und tschüss.